Im Jüterbocker Kulturquartier Mönchenkloster wurde das Buch Johann Tetzel und der Ablass vorgestellt. Es ist ein Begleitband zur Ausstellung Tetzel, Ablass, Fegefeuer. Sie wird vom 8. September bis 26. November im Mönchenkloster und in der Nikolaikirche zu sehen sein. Die Ausstellung wird zum ersten Mal auch das Leben Tetzels vorstellen. Wir werden also viele Dokumente zeigen, die seine Tätigkeit, seinen Lebensweg dokumentieren. Wir werden aber auch in der Ausstellung den großen Kontext dessen zeigen, in dem sich dieser Ablass entwickelt hat und versuchen deutlich zu machen, welche Dimension, welche Lebensbedeutung dieser Ablass für die Menschen um 1500 hatte. Johann Tetzel ist eine der bekanntesten Figuren der Reformationsgeschichte vor 500 Jahren. Das Buch dokumentiert das Leben des Gegenspielers von Martin Luther, zeigt Dokumente und viele Facetten seiner Person. Das ist überhaupt das allererste Buch, in dem man so etwas wie eine Biografie von Tetzel lesen kann und zugleich kennenlernt, an welchen Orten er gelebt hat, mit welchen Leuten er zu tun hatte, welche Themen ihn beschäftigt haben oder welche Themen er vorangetrieben hat. Das gab es bisher noch nie, obwohl er in aller Munde ist. Und insofern ist das ein absolutes Novum und auch notwendig, dieses Buch endlich mal auf den Markt zu bringen. 13 Autoren, darunter Historiker, Archivare und Germanisten aus ganz Deutschland, waren an der Entstehung beteiligt. Sie trafen sich im letzten Jahr zu einer gemeinsamen Tagung in Jüterbock. Für das Buch war natürlich die Tagung, die im April 2016 hier veranstaltet wurde, von entscheidender Bedeutung, weil das Erstaunliche an dieser Tagung war, dass wir gar nicht damit gerechnet hatten, dass wir alle so viel Neues finden könnten. Und damit haben wir eben erstmals ein Gesamtbild von Tetzel und eben nicht nur kleine Mosaiksteinchen, die sich die Experten zusammen suchen, sondern ein Band, ein Bild für eine breite Öffentlichkeit. Die Autoren, die mitgewirkt haben, sind eben auch nochmal neu in die Archive gegangen und auch in Bibliotheken und haben einige neue Fakten und Dokumente ans Tageslicht gebracht, bis hin zu der Frage, welche Briefe, die man von Tetzel kennt, welche sind denn eigenhändig, auch das ist untersucht worden und da ist einiges zusammengekommen. Tetzel gilt als prominentester Vertreter des Ablasshandels um 1500. Sein Wirken in der Stadt Jüterbock gab den Anlass für Luthers Thesen an der Wittenberger Schlosskirche und den Anstoß für die Reformation. Hier hat die Reformation begonnen in Jüterbock durch Tetzels Tätigkeit und die Kritik von Luther und die Kontroverse, die sich dann zuspitzte und über das ganze damalige Heilige Römische Reich deutscher Nationen ging. Das heißt, hier ist ein historisch ganz wichtiger Ort und dadurch werden wir mit diesem Band natürlich auf diese Stadt hinweisen und auf unser Land Brandenburg und sagen, kommt mal her, guckt euch das mal an, wo die Schlacht begonnen hat, um es mal militärisch zu sagen.